Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play SMP Live Utream. Ja, wir sind letzte Runde, letzte Folge mit dem Flugzeug ein bisschen rumgeflogen. Und ja, wenn ihr diese Folge seht, dann wisst ihr auch, morgen kommt das Special, ja. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Das werden, ja, wie schon gesagt, möglichst lange Videos, 30 bis 60 Minuten. Und das wird morgen kommen für mich in... Das ist das dritte Video, das ich jetzt in Folge aufnehme. So, das erste kommt morgen, das zweite übermorgen, das dritte in 3 Tagen. So, das heißt, in 4 Tagen für mich kommen die Specials und ich nehme die morgen auf, ja. Das heißt, es wird alles ein bisschen knapp, aber ich will ja nicht, dass das zu verzögert ist, ja. Ich meine, was bringt das denn, wenn ich hier das 2 Jahre Live Team Special aufnehme und das dann erst an Weihnachten kommt, ne? Nee, lieber nicht. So, da ich jetzt schon in ganz vielen letzten Folgen geflogen bin, werde ich diese Folge nicht machen. Ich werde mir mal irgendwas Originelles einfallen lassen. Ja, und das war es auch schon mit meiner Einfallsgabe. Wir können auf den Payday warten. Stellen wir uns 10 Minuten hin und warten. Nein, natürlich nicht. Man denkt immer, es ist so leicht, aber eigentlich ist es richtig schwer. Aber wo konnte ich mich nicht eigentlich mit Level 3 bei einer Fraktion bewerben? Dann werde ich schon wieder mal ins Forum gucken, ob das vielleicht funktioniert. Wenn wir ein bisschen Abwechslung das Ganze bekommen. Gut. Dann. Habe ich jetzt mein Auto vergessen? Toll. Ach, Autos werden überwertet. Ich lauf. Wozu denn ein Auto, ja? So schneller vorankommen. Ja, eventuell. Aber. Nee. Wir können ja mal gucken, was es da noch für Autos gibt. Ich kann mir ein zweites Auto kaufen. Nein, werde ich nicht machen. Ich werde trotzdem gucken, was es für Autos gibt, weil... Ich weiß nicht. Ich mag Autos. Zu angucken. Und davon träumen, die mir irgendwann mal kaufen zu können. Naja, hier gibt es gar nicht so geil, ne? Nee. Das sind irgendwie nicht die besten. Liegt natürlich auch daran, dass das Spiel schon ziemlich alt ist und die ganzen Autos allgemein veraltet sind. Was man auch sehr stark an der Geschwindigkeitsanzeige sieht. Oder, nee, ich wollte schon sagen, oder an einer, oder an einem, wie heißt's, zweimotorigen Passagierflugzeug, wie die AT-400 hier, aber es fliegen immer noch zweimotorige, wenn es nicht so große Flugzeuge jetzt gebaut werden, ja. Also totaler Scheiß, vergesst einmal, was ich gesagt habe. So, ich kann ja mal in die Stadthalle gucken, aber weil ich es kann. Da ist bestimmt irgendwas Spannendes heute. Ja, was gestern da nicht war. Ich weiß nicht. Da vorne hängt doch noch beim LSP so ein Schild. Vielleicht steht auch was drauf. Steht da überhaupt? Du willst in einer Gegend mit den Leuten und Spielspaß. Die Los Santos Vagos suchen wieder Verstärkung. Ja, wahrscheinlich erst ab Level 85. So. Ja, aber wie schon in vielen Videos gesagt, in eine Gang werde ich nicht gehen. Weil mir das nicht gefällt, ja. Ich mag Staatsfraktionen, aber keine Gangs. Das einzige Illegale, was ich ja bereit wäre zu machen, ist die Hitman Agency. Die Fahrschule sucht aktive Member, das ist ja krass. So, Fahrschule. Ich weiß nicht, ob das was wäre. Hui. Da ist was kaputt gegangen. So, und wo ist denn die letzte Werte vorne? Dann gucken wir uns die auch mal an. Also die letzte, von der ich jetzt gerade... Das geht ja ab. Ach, das war bestimmt Flugzeug oder Helikopter, das explodiert ist, weil sonst explodiert das eigentlich nicht so oft. So, Stoppo sagt, wir haben noch. Stoppo ist halt geschwätziger als ich. Na, der Drift ging am Kurve fahren und nicht driften. Pff, Lappen. So, komm, bisschen schneller bitte. So, geht doch. Hier war doch irgendwo ein Schild, ich glaube da hinten. Nee. Da vorne. Ja, an dem... An der Kreuzung. Nein, natürlich nicht an der Kreuzung. An der Kreisverkehr. Ja. An der Kreisverkehr. Nur 500 km, wenn es weiter nichts ist, ne? Das passt irgendwie nicht. Verkaufe teures Haus für nur. Obwohl, wahrscheinlich in der Preisklasse nur.
Das passt. Ich nehme alles zurück. Haben die was gesagt? So. Aha. Wenn ich das nicht gesehen hätte, ich glaube, hätte was in meinem Leben gefehlt. So, Payday haben wir ein paar Minuten. 7. Das passt nicht mehr ganz. Wir haben nicht nur 5 Minuten Aufnahme. Oh, richtig spannend, ja. Aber dann seht ihr eben den Payday. Nächstes Mal bei den Event-Videos, ja. Ich hoffe, ihr freut euch so auch drauf wie ich. Also, ich denke, die Events werden richtig geil. So, was gibt's denn da nochmal? Kart-Rennen und Sanchez-Rennen werde ich gleich mitmachen. Der Rest, also ich habe alles mal durchgelesen, aber der Rest hat mir nicht so zugesagt. So, was gibt's da noch? Da gibt's bestimmt DM oder so oder Derby und das, nee, allgemein sowas in die Richtung gefällt mir nicht so. In SMP kommt eben immer aufs Spiel drauf an. Ne? Ticketspiele, da muss das sein, aber in SMP bin ich da definitiv nicht so der Fan von. Aber ich denke, das ist jedem selbst überlassen, ne? Und es werden wahrscheinlich auch sowieso genug mitmachen. So, wir wollen gerade in die Schatzhalle gucken. Gut, dann machen wir das mal. Erstmal gegen den Baum hüpfen. Aber davor werde ich das Geld reinpacken. Reinpacken, einlagern. Anlegen. Und damit hätten wir unsere ersten 100.000 gemacht, ja. Also alles auf einer Stelle. Natürlich hatte ich meine ersten 100.000 vorher, aber jetzt alles auf einem Konto und da steht sogar 100.000, ne? Das ist schon cool. Was gibt's denn hier so? Ich kann mal gucken, was es noch für Berufe gibt. Da gibt es ja halt noch irgendwas, was man angucken könnte. Bauer hatte ich schon ganz oft. Busfahrer, das kommt immer aufs Gleiche raus. Trucker auch. Pilot. Finde ich beste. Kfz-Mechatroniker. Na. Anwalt, nee. Straßenreiniger, nee. Müllmann, nee. Gärtner, nee. Zum Bauarbeiter. Ich weiß nicht. Schiffsfahrer, nee. Genau, Schiffsfahrer. Nee, Schiffsfahrer, nee. Einfach Detektiv, Waffengeländer, schon die pure. Auf jeden Fall. Hure als Beruf. Ich werde nicht sagen, dass es das nicht gibt, ja, aber ich glaube nicht, das würde als Hure ausgeschrieben werden. Ne? Nur um hier mal Klarheit reinzubringen. So, ja, es gibt nichts, was mich interessieren würde. Wenn euch irgendwas interessiert, schreibt es in die Kommentare, dann schreibe ich mir den Beruf natürlich an. Aber ja, jetzt nichts, wo ich direkt sage, oh geil, das muss ich mal ausprobieren. Da ist jemand gestorben. Auf jeden Fall. Oh, richtige Schießerei, ja. Sicher reinfahren, werden wir das Ganze beobachten. Hinter einem Zaun, der unglaublich sicher gegen Kugeln ist. Und da war CPU. Ja, das muss jetzt gesagt werden. So. Jetzt ist es kein teures Haus mehr, jetzt ist es ein sehr gutes Haus. Und nur noch für 400k. Aha. Da ist schon wieder was explodiert. Vielleicht sogar das gleiche noch. Weiß ich nicht. Konnte ich mir vorstellen, das gibt es ja ab zu einem SMP damit. Das Ganze 85.000 Mal explodiert. So. Dann werde ich jetzt mal zurück zu meinem Haus laufen. Bis dahin wird dann die Folge wahrscheinlich auch zu Ende sein. Wir sind schon bei 9 Minuten. Jedenfalls hier bei mir auf der Stoppuhr. Vielleicht ist das bei YouTube gleich ein bisschen anders wegen Intro und ich glaube, die Stoppuhr nicht komplett synchron zum Video gestartet. Ne? Das ist immer kleine Unterschiede, aber im Grunde kommt es aufs Gleiche raus, ne? So, und wir sind auch schon bei 57 Minuten. Ja, das heißt, das wird nächstes Mal dann ziemlich schnell passieren bei den Events, damit der Payday da ist, sag ich mal. So, ja. Was aber bei den Events wahrscheinlich ziemlich ärgerlich wird, ist, damit wahrscheinlich alle rammen. Bei den Rennen ist mir gerade eingefallen. Oh, das ist schade. Mal zu machen. So, dann, komm, renn. Wir müssen auch schnell ins zu mein Haus.
will mich jetzt nicht hier ausloggen. Ich mach noch kurz slash spawn chains. Spawn change. So. Auf dein Haus verlegt, ja. Da muss ich gar nicht mehr zurücklaufen, weil ich sowieso bei meinem Haus spawn. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch nächstes Mal wieder ein bei Let's Play SMP Live Dream. Und ja, nächstes Mal noch viel Spaß mit den Event Parts, ja. Dann, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaltet bei den Event Parts ein. Ja, bis denn und tschüss.